Jo, hey Leute, und willkommen zu diesem neuen Video. Heute beschäftigen wir uns mal mit der Frage, ob da eventuell ein Battle Royale Modus in Valorant kommt. Wir schauen uns das Ganze mal an und dafür müssen wir ins Trainingslager rein. Geht einfach hier auf offenen Schießstand, dann gehen wir hier rein. Dann lädt das hier ganz kurz. Laden, Mama! So, wichtig ist, dass wir bei der Charakterauswahl den Charakter hier Jet nehmen. Dann bestätigen wir es einmal. So, und dann sind wir hier am Spawn. Wir müssen einmal komplett hier durch und durch das Portal da hinten. Hä? Wieso geht man eh nicht? Ah, jetzt geht's. Okay, komischer Bug. So, und dann sind wir hier schon drin. Behaltet mal hier dieses Tor im Kopf, so, ja, das hier zugemauert ist. Wir müssen einmal komplett hier durchlaufen. So, so da, na, 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 bis wir hier sind. Und dann ist hier links so eine Karte. Wenn wir uns das mal anschauen, ist hier vorne direkt beim Portal so ein Ausrufezeichen und hier und da auch. Für euer Verständnis, wir sind hier gerade, da wo der schwarze Punkt jetzt ist. Und dieses eine Ausrufezeichen ist genau hier, wo dick und fett drüber Top Secret steht. Ob da sich irgendwas befindet, ich weiß es nicht. Dann gibt es hier noch diese roten, weiß nicht was das sein soll. Ich schätze mal, es soll eine Barriere sein, dass man da noch nicht rein kann. Da wir in der Beta sind, gehe ich mal davon aus, dass das eventuell vielleicht vergessen wurde zu programmieren. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man hier reinlaufen. Der Raum sieht noch relativ unfertig aus, wenn man sich mal das hier unten anschaut. Hier ist eine Hitbox, aber keine Kiste. Darum denke ich mal, dass hier noch irgendwas kommen wird in diesem Raum. Der ist noch nicht fertig. Und vor allen Dingen, wenn man sich die Karte hier nochmal anschaut, geht es ja hinter dem Raum auch noch weiter. Wir schauen uns aber erstmal das andere Ausrufezeichen hier an. Ich wollte gerade Fragezeichen sagen, ja moin. Das andere Ausrufezeichen. Und zwar ist das dieser Raum hier. Oder halt auch dieses, keine Ahnung, vielleicht ist auch das, soll das da oben gemeint sein. Wir haben hier einmal eine Pistole, die ziemlich an die Brimstone-Kanone erinnert, finde ich. Dann haben wir einmal noch das Cypher's Eye hier. Zumindest an die Fähigkeit erinnert mich das sehr stark. Und dann gibt es hier noch Granaten, was vermutlich für die Razor steht, weil die ist die einzige, die Granaten werfen kann. Wenn wir uns jetzt einmal hier nach rechts drehen, sehen wir, dass die Kanone, die da oben gezeigt wird, auch hier rechts ist. Und genauso die Bomben. Die Frage ist jetzt einfach nur, wo ist Cyphers Eye? Wo ist das Auge von der Cypher? Es ist hier nirgendwo zu finden, aber wenn wir uns jetzt mal nochmal die Karte hier anschauen, sehen wir, dass da, wo es eigentlich weitergehen sollte, das Auge ist. Das Ding ist aber nur, wenn wir hier in den Raum reingehen, geht es nicht weiter. Das heißt, Shoutouts gehen raus an ein paar Reddit-User, die einen Weg gefunden haben, sich hier aus der Map raus zu glitchen. Das geht relativ einfach. Dazu müssen wir da hinten in den Raum rein. Es gibt, ich sag euch jetzt schon mal, was wir finden werden. Es steht wahrscheinlich eh im Titel oder im Thumbnail, I don't know. Wir finden jetzt gleich ein Flugzeug. Und dieses Flugzeug gibt es zwei Theorien. Einmal die Theorie, dass es eventuell an Battle Royale kommt, weil dieses Flugzeug sehr ähnlich aussieht wie so ein Battle Royale Flugzeug, was man von COD kennt oder von PlayerUnknown's Battlegrounds. Und dann gibt es noch eine zweite Theorie, aber auf die gehe ich nochmal ein, wenn wir genauer da sind, wenn wir uns das aus der Nähe anschauen. Hier oben ist nämlich ein Loch. Da fliegen wir einmal durch, so, zack, sind wir auf dem Dach. Dann müssen wir hier runterfallen. Ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht zu tief fallt, weil dann sterbt ihr. Wenn ihr zu hoch fliegt, dann glitscht ihr wieder nach oben. Und dann gehen wir einmal hier komplett drum. So. Warte mal. So. Wir müssen uns hier mal kurz hinstellen. Dann hören wir nicht die ganze Zeit die Geräusche. Und dann sehen wir hier dieses Flugzeug. Und wie gesagt, ich finde, es erinnert sehr an die anderen Battle Royale Modi, die man so kennt. Und was man von hier noch sehen kann, ist einmal, man kann hier in diesen Raum reinsehen, der hier hinter diesem Ausrufezeichen ist. Der ist halt komplett schwarz, man kann da auch rein, aber wenn man da drin ist, dann kommt man da nicht mehr raus und da drin ist auch absolut nichts zu sehen. Man kommt dann nur wieder raus, wenn man halt aus dem Trainingsmodus rausgeht und dann halt neu reinjoint. Also das macht keinen wirklichen Sinn, da reinzugehen. Ihr könnt es euch so mal anschauen, weil es hat eine recht interessante Form, so, aber keine Ahnung, ob das irgendwas zu sagen hat. Hier, ich habe eine Theorie und das ist folgende, wenn wir uns jetzt nochmal hier hinstellen. Hier ist ja so ein Weg. Erinnert ihr euch nochmal vorne an den Eingang da, der zugemauert war? Das ist, sieht zumindest ziemlich so aus, als ob das der Weg wäre, der hier lang führt und dann hier vorne in diesem Raum rauskommt. Deshalb denke ich eventuell, dass das hier ein Eingang sein könnte. Ich habe hier schon versucht, irgendwie noch hinzukommen und da rein, da werde ich aber nur rumgeglitscht. Und kann hier absolut nichts sehen, außer diese komischen
Säulen. Also irgendwas führt hier lang und irgendwas wird es noch mit diesem Raum hier auf sich haben. Aber vermutlich werden wir das noch nicht in der Beta erfahren. Was nämlich von offizieller Seite bestätigt wurde schon, dass die Maps und die Charaktere sich weiterentwickeln in diesem Spiel. Aber darauf gehe ich in einem anderen Video genauer nochmal ein. Wie gesagt, man sieht hier nicht wirklich viel, außer halt diesen Weg, der da vorne endet, da wo es dann zugemauert ist. So, und jetzt schauen wir uns nochmal das Flugzeug aus der Nähe an. Dafür müssen wir nochmal zurück. So, und zwar fliegen wir einmal dann nicht hier rechts lang, sondern hier geradeaus. Dann können wir hier nochmal ein bisschen näher ran, weil hier vorne ist eine unsichtbare Wand. Das ist noch ein bisschen höher. So, und jetzt kommen wir nämlich zur zweiten Theorie, was nämlich ein bisschen der Theorie widerspricht mit dem Battle Royale Modus. Ich finde, das Flugzeug ist ein bisschen zu klein für ein Battle Royale. Vielleicht ist es auch nur ein Modell, man weiß es nicht. Und es ist also so eine Vorversion von dem. Vielleicht haben die schon mal vorher ein bisschen was modelliert und das wird dann einfach größer gezogen später. Dann passen da auch mehr Leute rein, weil, keine Ahnung, in einem 100 Battle Royale, also 100 Spieler Battle Royale Modus, passen ja nicht so viele Leute hier in das Flugzeug rein. Und es gibt noch eine zweite sehr interessante Sache. Und zwar steht hier auf diesem Flugzeug Atlas. Atlas wird vermutlich jetzt den meisten nichts sagen, aber es wurde ein Agent geleakt mit dem Namen Sabine. Und Sabine hat ein Kleidungsstück an, wo Atlas draufsteht. Und ich persönlich muss sagen, ich finde, sie sieht auch sehr aus wie eine Pilotin. Und aus dem Grund schätze ich mal, dass ihr dieses Flugzeug hier gehört. Und man muss ja bedenken, das Ganze hier ist das ein Trainingslager. Ja? Und warum haben Agenten ein Trainingslager und wofür trainieren die und so weiter und so fort? Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, auf das ich in einem anderen Video nochmal genauer eingehen muss, weil es einfach viel zu umfangreich ist und es hier nicht alles in dieses Video reinpasst. Wir müssen uns dazu nochmal was anderes anschauen. So, wenn wir hier nämlich nochmal sind, dann sehen wir auch öfters mal hier diese zwei Poster. Und die haben nämlich mit der Story zu tun hinter Valorant. Warum es diese Agenten gibt, warum man die Bombe plantet, warum das Ganze hier so ist, wie es ist. Und darum kümmern wir uns im nächsten Video oder in einem der nächsten Videos. Also schaut mal da vorbei. Wenn es online ist, kann ich es ja mal in den Kommentaren verlinken. Dann schaut euch das auf jeden Fall an, weil es ist höchst interessant. Ich habe die letzten 2 Tage gefühlt nichts anderes gemacht als 3000 Reddit-Artikel durchgelesen und die Videos geguckt und alles Mögliche. Ich habe mich durch Maps rumgebackt und mir 1000 Plakate angeschaut und so weiter und so fort. Alles Kleingeschriebene, was man irgendwie halbwegs entziffern kann. Also, im nächsten Video oder in einem der nächsten Videos, wo es da um die Story hinter Valorant geht, steckt sehr viel Arbeit. Seid darauf auf jeden Fall gespannt. Und da gibt es eventuell auch nochmal eine Erklärung, warum da ein Flugzeug ist. Daher, ich persönlich gehe davon aus, dass in der Zukunft uns kein Battle Royale-Modus erwarten wird. Lasst euch da nichts erzählen. Aber man weiß ja nie, wenn man überlegt, in CSGO kam nach Jahren auch ein Battle Royale-Modus irgendwann raus. Damit hätte vermutlich auch die wenigsten gerechnet. Und von daher, warum nicht auch in Valorant? Auch wenn ich es jetzt nicht unbedingt befürworten würde. Aber naja, wie gesagt, man weiß ja nie, vielleicht kommt da noch was, vielleicht auch nicht. Und ja, zu den Teddys hier kommt auch noch was, das könnt ihr mir glauben. Naja, bis dahin, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ich hoffe, euch geht's gut. Und falls ihr mehr Valorant-Content haben wollt, über alle Leaks und alle News immer am Laufenden sein wollt, dann abonniert diesen Kanal. Und ja, also dann, bis zum nächsten Video, macht's gut, habt noch einen schönen Tag und ciao!